Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Super Mario Maker. Ja, heute haben wir schon den letzten Part von dem normalen Mario, Super Mario, man glaubt es kaum. Denn im nächsten Part spielen wir online. Sprich, ich spiele eure Level. Wie das Ganze ablaufen wird, werde ich im nächsten Part erklären. Ja. Naja, wir hatten ja schon die Szene Mario-Herausforderung geleistet. Wenn ihr euch erinnert, die haben wir durch. Und dementsprechend werden wir hier und heute nochmal ein Level bauen. Und zwar, diesmal werden wir alles verwenden, was es in diesem fucking Spiel gibt. Das heißt, alle Blöcke, Münzen, Gegner, Minigegner, sonst was. Das heißt, ein richtig fettes und schönes Level mit allen Sachen. Und würde sofort sagen, los geht's, fangen wir damit an. Aber zuerst haben wir hier im Start ein Level. Schauen wir uns das dann mal jetzt an. So, das ist sehr schwer, definitiv. Gar nicht zu lösen. Okay, ich bin so inkompetent hier, diesen Fragezeichenblock hier auszulösen. Jetzt. Bam! Ist aufgefallen, in ersten Mario-Spielen hat man die Fahne nach unten gezogen. Ne, in neueren zieht man die nach oben. So, los geht's. Wir bauen. Und zwar, wie gesagt, ein richtig fertiges Level. Ich habe jetzt alle Sachen freigeschaltet. Wir nehmen natürlich das über mal. Pursue. Ich glaube, Oberwelt wollen wir, oder? Fangen wir damit an. So, wir lassen aber alles, was es da schon gab. Denn wir machen komplett neu von vorne. Also, als erstes, hier nehmen wir mal ein bisschen Boden. Das ist ja normal. Boden. So, Sophie, ich verstehe mich eigentlich überhaupt ganz normal. Aber dem, ich glaube es so. Sehr schön. So, und jetzt geht's los. So, und hier. Und dann ist unser erstes Hindernis. Was wir hier machen müssen. Dann haben wir hier aber einen fliegenden Gumpa, der das Ganze stört. Davor haben wir hier aber Fragezeichenblöcke. Im Fragezeichenblock ist ein Pilz drin. Üben wir es so bald mal. So, das geht natürlich nur, wenn man klein ist. Das könnte eine Voraussetzung für uns sein. Also zumindest nur dieses Fragezeichenfeld. Kann man nur Sterne Mario betreten. Hier hoch springst du es holen. Das ist eine Herausforderung. Müssen wir jetzt nicht erledigen. Da ist man hier. So. Sehr schön. Und hier muss man jetzt dann einen fetten Sprung machen. Denn wir wollen dann hier landen. Denn hier geht's erst weiter. Und so erst mit einer Röhre. Und in die müsste Mario rein. So,
So. Dann kann man hier an. In dieser schönen Unterwelt. Da haben wir rote Koopas und sowas. Warten ja alles verwenden, Mensch, das wird jetzt witzig. Sonst habt ihr so eine Idee. Nee, das ist eine scheiß Idee. So, wir machen die Dinger nur hier. Damit man hier nicht nach hinten kann. So. Dann noch um die... das hier anzuschauen. So. Das hier machen wir weg. Ist ja gesagt, hier mal so ein Fragezeichenfeld. Noch mal ein Pilz neu. Den hatten wir schon, den setzen wir jetzt wieder durch dieses Dingsgestein. So, dann machen wir unten noch mal Münzen hin. Auch noch mal Münzen, wobei an die kommt man nicht dran. So, und dann passt das. Wir machen eher eine Röhre, die zurückgeht. Die kommt hier an. Allerdings wird das hier durch sowas hier. Getrennt. Das war ja nicht heaten kann. Da kommt man unten an. Dann haben wir, wie gesagt, hier eine fette Wiese. Und hier kommen eben noch andere Gegner drauf. Auf jeden Fall grüne Koopas. Zwei Stück. Dann haben wir halt noch einige Gegner mehr. Dann haben wir Fragezeichenfelder. Und dieses Fragezeichenfeld kommt hier dann. So was. Und dann kommt gleich schon so Endboss-mäßig. Denn hier ist das Ziel. Aber an das Ziel kommen wir noch nicht dran. Stattdessen muss man hier was machst du denn in eine Röhre rein? So. Und dann kommt man jetzt aber nicht, dass das hier auch woanders hingeht. Das geht gar nicht, oder wie? Ja, GG, dann kommt die
bisschen. Ist dann schon zur Endboss-Szene. Sprays, hier kann man richtig heftig. Gegner. Der wirft solche Dinger. Der Farmer hier aber noch ein Fragezeichenfeld. In dem eine Feuerblume drin ist. Ich werde hier immer durch die Gegend. Hat einen Stern und einen ab. So, hier haben wir dann so eine Kanone. Die schießt aber Sterne. Tintenfische haben wir auch. Malefische. Dann haben wir nochmal so einen Kanackel. Der wirft mit solchen Dingern. Kann er nicht, die kommen hier auf den Boden. Hier so ein Blockdinger. Hammerbruder, war ich da geil. Ist immer richtig heftig was an Gegnern. Bowser Junior haben wir hier. Ich denke mal, ihr könnt das schon wissen, Leute. Wie kannst du das denken? Wo das hier dann weitergehen wird? Weil wenn man hier das heißt rein, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, so wie ich mir das denke. Das möchte ich easy mal ausprobieren. Muss man halt irgendwie hochkommen. Da kommt mir so eine Tür. Und der andere Teil von der Tür. Kommt. Oh, tun wir es wieder ableveln. Kommt hier hin. Und hier kommt eine Röhre. Der Mario dann zurück zur Oberwelt kommt. Das war hier dann. Allerdings hier aber noch nicht das Ziel. Und dann kommt erstmal hier so an. Habe ich mich umüberlegt. So. Spiel machst du jetzt erstmal bis jetzt. Das ist umständlich genug. Und mir fällt der Gamepad Stift runter. So, Gamepad-Stift aufgehoben. Los geht's. Immer zuerst das von abholen. Das ist wichtig bei dem Level. Springt man. Und rein da. Ach komm, die folgen einen auch so und so. Das ist schön. Hier kommt man hier durch. Und hier draus, das ist jetzt nicht so krass. Dann kommt man hier rein. Und hier beginnt dann halt der krasse Wahnsinn. Weil ich noch keine Ahnung habe, wie ich den, das muss ich hier irgendwie umgestalten. Hier gibt es unsichtbare Blöcke. Dass man drauf kann.
wenn man das weiß, kann man das hier easy umgehen alles. Vielleicht ein bisschen Türen kommen. Ich muss schauen, ob das geht. Wir müssen das erst finden. Nee, das geht so nicht. Wir müssen es de facto anders machen. Man muss halt irgendwie hochkommen. Der kann eigentlich auch weg. So, wir kommen jetzt hier runter. Dann müssen wir irgendwie hier hoch oder irgendwie einen Stern ergattern. Dann können wir hier hoch. Dann gibt es halt die Fallen, dann müssen wir hier rein. Und müssen was machen, ja. Selbst wenn er da nicht reinläuft, ich kann nicht, aber dann haben wir jetzt schon überall das Gemurkse. Dann müssen wir halt hier rein. Dann fällt man hier runter. So. Und hier müssen wir noch mehr verwenden. Wie zum Beispiel diese Pflanze. Die einen hier hin bringt. Haben aber auch fiese Gegner. Und eine fiese Kanone. Geht hier schön weiter. Ich habe wirklich random alles. Random Sit. Sogar Yoshi haben wir hier. Jetzt haben wir einen Kettenhund drin. Gut, ich nehme nicht alles an. So gut gesagt, ich nehme alles an Sachen. Nur den Rest tue ich hier random irgendwo einfach hinklatschen. Aber wenn man jetzt weiß, wie das geht, dann kann man das halt. Hier nämlich auch einen Vorteil verschaffen. Denn in diesen beiden Fragezeichenfeldern kann man nämlich coole Gadgets hier anhelfen. Wählen wir es mal. Hallo? So, man ist ein Tier. Dann muss man hier hochklettern. Weil ohne den hier kommt man hier gar nicht durch. Dann ist man soweit hier. Es funktioniert. Hier. Muss man dann. Nur noch hier drauf springen. Ja, und das bringt einen dann irgendwie zum Ziel. So, jetzt habe ich so gut wie alle Gegner verwendet. Es kann gut sein, dass ich ein paar nicht verwendet habe. So gut wie alle habe ich verwendet. Und das müssen wir von vorne durch. Und danach speisen wir es. So, macht das dann Sinn, wir spielen. Das werden wir in dem Probelauf und gleich, wenn es ernst wird, herausfinden.
So. Rein in die Röhre. Ja, das ist unnötig. Unnötig wie Scheiße. Mittelfleck, Digga. Fällt mir gerade nur ein. Die ging auch irgendwie. Aber nicht richtig. Ich wollte das hier fies machen. Das Einzige, was wir hier haben, ist eine Midway Flag hier. Aber erst da. Das ist halt hier. Hier müssen wir ohne leben. Ich bin gerade inkompetent. So. Und hier geht's dann erstmal wieder weg. So, dieser Teil hier ist wieder recht einfach. Und schon ist er wieder in der Unterwelt. Dieser Teil ist halt rest. Ja. Abnormal. Wenn er keine Ahnung hat, wie es geht. Und hier würde ich raten, Leute, macht sie mit, weil Flag on, dieses hier befindet. Hat man meist noch genügend Power, die man hier dann so verlieren sollte. Und hier wird es uns auch nochmal creepy. Und da hätte man halt die Mitte, die den Sterne greifen sollen. Natürlich sieht es gerade gar nicht ein bisschen, aber sollte auch sonst gehen. So, und was ich jetzt vergessen habe, was wir hier aber sehr gut hinbauen können, ist ein Trampolin, damit man hochspringen kann. Vielleicht hauen wir fallen hier runter. Kann man ja so runterfallen, wie man möchte. Und dann hier irgendwie mit dem Trampolin draufspringen. So, that's my level. Die Schwierigkeit wird. Ich kann mal probieren. Wir haben nämlich nur der Mann. Hat nur 100 Sekunden Zeit dafür. Wir machen es nochmal. Los geht's. Ach, das ist scheiße so. Das ist Autoscrolling. Das machen wir mal aus. Ja, ich habe jetzt einfach so wenig Zeit. Kann zumindest knapp werden, wenn man nicht genau weiß, wie es funktioniert. Genau! Ne, 100 Sekunden, das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Machen wir es. 200 sollte gehen. 250. So, das speichern wir jetzt in dieser Form. Und zwar als Crazy Hit. Halt. Crazy Hit. Was? Okay, dann machen wir es anders. Coopers. Coopers Freunde. Ja, auf uns sind die natürlich nicht freundlich.
Und jetzt können wir es dann. Wir müssen mit Speiser-Robot gehen. Können wir es durchspielen? Das machen wir jetzt nochmal zum Abschluss. Los geht's. So. Hier ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen. Das ist jedes Mal dasselbe. Scheiße, ich komme doch, das ist gerade zu meinem Kopf, den nicht mehr raus. Mann, das ist unnötig. Wie unnötig, wie unnötig. Aber okay. Ja, dieses Wort so wie unnötig, dieser Satz, den werdet ihr hier noch oft von mir hören. Nächsten Male. Ich sage es voraus. Achten wir auch mal bitte auf die Zeit. Wie viel ich dann endgültig brauche. Immer dasselbe, wirklich immer dasselbe. Ah, wie unnötig. Hoch 2. Ich weiß, wo die ganzen Fallen sind und trotzdem darf es da rein. Das ist der Horror. So. Als inkompetenter Hund. So. Nein. Nein! Irgendwo vernippelst du immer, ey. Was ist das gerade? So, das kann nicht sein. Ich weiß mal einen Fallen. Und bin aber so dumm, das hier zu machen. Aber der eine, Typ, der dieses Dach ist, wirft, der kommt doch ein bisschen ungelegen, sag ich mal. Also, oder ein bisschen verwirrt. Wenn man weiß halt nicht, dass er kommt zuerst. Ne, er ist einfach da. Oder er ist einfach weg. Ich glaube, hier war auch ein Fragezeichen. Hier war sowas drin, auch gut. Ich kann mal fliegen. Glaube es. So, hier war Crazy Bullshit Nummer 1. Ich habe jetzt aber so einen Stern, da muss man es beeilen. Dass es mir jetzt durchkommt. Und jetzt rein da. So. Das ist wichtig. Und hier verliert er am optimalsten seine Wirkung. Ich weiß nur, was heiße, aber es macht nichts. Dann hier kommt schon der nächste. Und den kann man sich dann durchheaten. Ja. Mehr oder weniger geschafft. That's it. Das ist mein Level. So, wir haben das Level gespielt, liebe Leute. Und ja, vielleicht lasst es nochmal hoch, mal sehen. Oder ich bearbeite es nochmal. Wie auch immer, das war jetzt Super Mario Maker, liebe Leute. Ich habe euch alles Wichtige gezeigt, wie man Level erstellt. Und wir haben die 10 Mario-Herausforderungen gemeinsam gemeistert. Und jetzt sind wir bereit, im nächsten Part online zu spielen. Im nächsten Part werde ich euch erstmal allgemein den Online-Mode und den Bookmark-Gedöns da zeigen. Und da werde ich euch dann erklären, wie wir dieses Online-Projekt fortan machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und an Interesse vom Super Mario Maker-Projekt. Macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!